Hier erstmal hallo. Die MS Anne ist ein berühmtes und sehr luxuriöses Kreuzfahrtschiff. Sie macht jedes Jahr genau einmal im Hafen von Orania City Halt. Ja, welch Zufall, dass das genau heute ist, nicht? Oh nein, das hört sich ja ziemlich Käse an. Eine chronische auch noch. Eine chronische Magenschleimhautentzündung. Ach du Scheiße. Mein Hals, Entschuldigung. Wie macht sich dann sowas bemerkbar? Das ist ja scheiße. Ich wünsche dir da aber alles Gute und gute Besserung trotzdem. Chronisch ist immer scheiße. Chronisch ist... Da kenne ich mich aus, du. Das ist immer kacke. So, wie cool du auch immer bist, Snobilikett. Ich lass mal Aspirin hinter uns herlaufen. So. Ich möchte doch wieder zu Fuß gehen. Boah, wie groß, ne? Das ist eine riesige Aspirin. So, du. Willkommen auf der MSN. Warte, hast du überhaupt ein Ticket? Natürlich, guck mal. Du zeigst den Matrosen dein Bootsticket. Vielen Dank, willkommen an Bord. Oh, herzlich willkommen. Du bist der 100. Passagier, der heute an Bord geht. Dafür bekommst du dieses Souvenir. Mit diesem Fashion Outfit kann man die frische Meeresbrise gleich viel besser spüren. Oh, wir haben ein Matrosen-Outfit, na sowas. Danke, naja, muss auf vieles verzichten, so wie Cola. Ja gut, Cola ist ja sowieso ziemlich ungesund, darauf kann man ja auch verzichten, nicht? Das ist, aber auf vieles verzichten, also auch bei Essen und so, musst du da auch aufpassen in dem Fall, oder wie? Oh, das ist echt scheiße. Hey Jonas, moin, einen schönen guten Abend. Also, was ist halt echt kacke. So, jetzt haben wir zwar erst das Pikachu-Outfit bekommen. Aber da wir jetzt an Bord eines Schiffes gehen, ist das vielleicht passender. Wir gucken mal. Nicht so viel Fettiges, okay. Ja, gut. Ja, gut. Ja, okay. Das ist bestimmt nicht immer ganz so einfach. Ja, scheiße. Bei mir ist genau das Gegenteil. Ich brauche viel Fett, tatsächlich. Ach ja, sowas. Ja, wie gesagt, ja, ich wünsche dir auch alles Gute auf jeden Fall. Ach du Scheiße. Nee, lass mal. Ich nenne Menki nicht Drachenlord. Ich möchte gar keinen Pokémon Drachenlord nennen. Ganz ehrlich. Sorry. Outfit für Gecko. Gucken wir mal. Das Matrosen-Outfit. Ach, guck mal. Blau ist schon mal immer gut. Oh, das könnte mir gefallen. Matrose. Matrose Gecko. Guck mal. Matrosentasche, sehr schön. So, lass mal sehen hier. Och, das sieht doch toll aus. Ach cool, als Rettungsring hinten. Ach, Leute. Verdammt. Geht mir die Luft aus hier. Sollte achten, dass ich Schonkost esse. Ich kann zwar Fett essen, aber nicht allzu viel. Viel Schonkost. Ah, das ist ja echt. Das ist echt nicht einfach dann. Ach, oje. Ja, das ist bestimmt auch nicht so einfach, du. Boah, guckt euch mal dieses große Schiff an. Da muss ich ein Foto machen, weil es nachher wegfährt. Oh, wie schön. Diese Melodie ist so schön. Oh Mann, das ist so toll. Das ist eine sehr schöne Melodie. Und guckt euch mal die Bilder da am Rand an. Wie toll ist das denn? Da ein Dugong, da ein Muschas. Ja. Huh. Gecko, da bist du ja endlich. Na, Trace, auch schon hier. Danke nochmal für das Ticket. Blau, blau. Danke nochmal fürs Ticket. Dieses Schiff ist echt gigantisch. Es wimmelt nur so von Trainern. Zum Beispiel Blau.
Sieh an, das ist ja Gecko. Ach, und Trace auch. Du kennst Trace. Ja, wo man sich überall über den Weg läuft. Hallo, Blau. Machst du eine Kreuzfahrt? Nee, ich wurde nur zu einer Party auf dem Schiff eingeladen. Ich mache mich aber gerade schon wieder vom Acker. Auf der Party gab es eine Menge Souvenirs zu ergattern. Hier, ich gebe euch gern was ab. Yantara Sable, was? Ist das von X und Y? Okay. Ah, eine Sache noch. Auf der Party habe ich schlimme Gerüchte aufgeschnappt. Sagt euch Team Rocket was? Ja, das sind ganz fiese Typen. Ich habe schon mal gegen sie gekämpft. Das sind immer. Echt jetzt? Für dich ist Angst wohl ein Fremdwort, was? Jedenfalls scheint Team Rocket eine gefährliche Organisation zu sein, die Pokémon ausnutzt, um Profit aus ihnen zu schlagen. Und das ist ja wohl echt das Letzte. Ich werde mir diese Loser mal aus der Nähe ansehen. Ihr zwei passt gut auf euch auf, verstanden? Das ist nice, ich will gegen ihn kämpfen. Blau ist cool. Ich glaube, ich mag Blau ziemlich gerne. Das ist sehr cool. Ach, oh nee, war ich? Habe jetzt zwei Sachen, die chronisch sind. Einmal mit Rücken. Ist kleinwüchsig. Seit meiner Geburt. Oh nein. Oh nein. Oh je. Dann hast du es echt sicherlich nicht so einfach. Oh je. Das tut mir schon so irgendwie leid zu hören, sag ich mal. Das ist schon so... Ja, und ich hab eine chronische Lungenkrankheit. Ich hab's auch nicht so einfach. Oh je, du. Boah, ich wünsch dir auf jeden Fall alles Gute, ne? Mensch. Ach, Krankheiten sind scheiße. Das ist kacke. Oh je, ich weiß nicht. Oh. Aber ich kann auf jeden Fall sehr nachvollziehen, dass du es auf jeden Fall auch mit Sicherheit nicht immer einfach hast. Das kann ich sehr gut nachempfinden, einfach. Und es tut mir halt leid zu hören, ja. Ja klar, gegen Kleinwüchsigkeit kannst du auch nichts machen, aber es ist bestimmt auch nicht einfach. Stelle ich mir auch nicht immer so einfach vor. Halt dahingehend einfach schon. Und dann halt dazu noch zwei chronische Krankheiten. Kann ich mir vorstellen, dass das auch mal gern vielleicht auf die Psyche schlägt oder so. Ich weiß nicht, wie gut du da so das wegsteckst. Ich weiß nicht. Aber ich kann's nachempfinden einfach. Wollen wir tauschen? Du, nee, du. Tauschen, das ist... Wir müssen sie einfach... Tauschen wäre ja dämlich. Jetzt sind wir beide trotzdem noch krank, das ergibt keinen Sinn. Ach, und meine Krankheit willst du nicht. Nee, vor allem nicht, wie es mir gerade zur Zeit einfach geht. Das, nee. Ja, oh, Kivoli Vapo, Mensch, dein Name. Vielen, vielen Dank für den Subgift. Oh nein, das ist so lieb von dir. Und Kiri Thomas, herzlich willkommen im Gecko-Rudel. No, das ist sehr, sehr lieb von dir. No. Dankeschön, das ist so süß. Ne, Pikachu, das ist echt lieb. Huch, oh, wie süß war das denn? Na. Oh. Ich könnte es auf Stelzen auf neu. Huch, blaue Flamme, was passiert? Zu viele Emotionen, mein Lieber. Oh nein. Es sind genau 20, glaube ich, erlaubt. Ich weiß nicht, wie viele du... Man darf hier nicht so viele Emotes ballern. Tut mir sehr leid. Nee, ich glaube, es sind sogar 25. Ach, keine Ahnung mehr. Sorry. Bin lieber klein und schnell. Na gut, vielleicht hast du auch Vorteile, das kann ja nicht auch sein. Ich mach hier mal ein bisschen weiter, nicht? Team Rocket? Wenn du dich das nächste Mal mit solchen Leuten anlegst, holst du mich dazu, hörst du? Ist ja halt einfach dabei. Link Age Tokuyami. Mensch, das war jetzt erstmal gerade ein bisschen, ungewohnt, den Namen zu lesen. Ja, habe schon mitbekommen, dass du dich überall umbenannt hast. Hallöchen, mein Lieber. Ey, schön, dich zu sehen. Sehr, sehr schön. Na, wie geht's dir? Alles gut? Sehr interessante Namenskombi hast du jetzt übrigens. Ja,
Ja. Mensch, weiter im Text. Wir kommen nicht vorwärts. Einige der Passagiere sind schon so lange an Bord, dass ich sie nach, dass sie sich nach Abwechslung sehnen. Wundert dich also nicht, wenn dich der ein oder andere zu einem Pokémon-Kampf herausfordert. Ja, sag ich nicht nein zu. Also, wie gehen wir es an? Von links nach rechts? Hier geht's halt weiter. Das Enton kommt halt nicht mal hinterher gewatschelt. Wir sind zu schnell. Es ist so süß. Cool. Aua. Also, gehen wir hier einfach rein. Oh, schön hier. Oh, man kann sogar das Wasser draußen sehen. Ist das toll gemacht. Du siehst müde aus. Red dich doch am besten hier aus. Oh, das ist eine gute Idee. Boah, ich würde auch mal gerne auf einem Schiff pennen. Sehr schön, ihr seht richtig erfrischt aus. Oh, Entschuldigung, war dir das zu aufdringlich? Ich habe mir bloß Sorgen um dich gemacht, weil du mich an meinen kleinen Bruder erinnerst. Na, no. Das ist sehr lieb von dir. Vielen Dank. Ach ja, doch. Schön, ich will auch mal wieder mit dem Schiff fahren. Na, vielleicht komme ich nächstes Jahr dazu. Team. Ich will trotzdem mein Snobilicat. Nein, Box. Das ist noch ein bisschen verwirrend. Fuck, was war unser Fukano? Das hier. Ja, sehr gut. Okay. Und Team Fukano aus dem Ball. Sehr schön. Los geht's. Weiter geht's. Zack. Kiritomas, darf ich fragen, wie alt du bist? Würde mich irgendwie gerade ziemlich interessieren. Musst du nicht beantworten, aber wär gerade irgendwie interessant. Irgendwie. Jo, gucken wir mal. Wer bist du denn? Hier einfach ohne ein Wort reinzuplatzen. So ein unhöfliches Kind. Ja, und jetzt kämpfen wir einfach. Das ist auch nicht gerade sehr die feine Art, mein Herr. Der Robert. Robert! Fukan, lol. Okay, Aspirin. Du bist dran. und der Name ist eine Fusion aus Link und Funkage. Ja, mein Lieblingscharakter. Ja, das weiß ich ja schon mittlerweile bereits, nicht? Also Linkage ausgesprochen. In dem Fall, weil Fumikage, ne? Wahrscheinlich ausgesprochen dann Linkage Tokoyami, kann das sein? Linkage Tokoyami! Sehr schön. Japanische Namen sind immer cool. Du bist 24. Ah, bald 25 in 2 Monaten, hey! Und ich bin erst 25 geworden. Na sowas. Da sind meine etwa gleich alt, ist ja cool. Das ist interessant, ja. Okay. Wow, warte, was? Lol, der hat sein Pokémon geheilt. Ja, moin. Aha. Trainer nutzen Tränke. Aha. Was ist da denn los? Das kann also sein, dass Arenaleiter auch Tränke nutzen könnten. Das war doch mal ganz interessant hier jetzt. Warum ist der eigentlich so stark? So, jetzt aber. Ich hab's richtig ausgesprochen, yay! Ja, das bin erstmal falsch ausgesprochen. Aber jetzt haben wir's. Sehr schön. Ja, cool. Ja, cooler Name auf jeden Fall. Ich hoffe auch, du bist glücklich damit. Weil ich habe gelesen, du hast wirklich keine Manieren, habe ich gelesen, ne? Erstmal, dass du keine Manieren hast, mein lieber Link. Nein, dass es dir wohl ein bisschen schwer gefallen ist, den Namen zu ändern, hä? So ein bisschen Überwindung hat sich wohl gekostet, habe ich mitbekommen oder so ähnlich. Da habe ich mich gefragt, so, warum denn? Ja. Yeah. Hab kurz überlegt, spontan noch zu streamen, aber in dem Fall schaue ich hier lieber zu. Ah, musst du nicht, ne? Wenn du streamen möchtest. Mach das doch mal lieber. Aber es freut mich, dass du hier bist. Auf jeden Fall. So oder so. Toll, dass du vorbeischaust. So, was ist das hier? Was mit dir? Weißt du, was der größte Luxus ist?
eine ausgedehnte Kreuzfahrt buchen und dann den ganzen Tag in der Koje faulenzen. Ja, klar, mit Blick auf Meer ist das natürlich geil. Aber ich würde das nicht den ganzen Tag machen. Ja, vielleicht ein paar Tägelchen, ja? Aber ich würde schon ab und zu an Deck gehen, ne? Und die frische Meeresbrise genießen, ne? Also mega, Alter. Ich will auch eine Kreuzfahrt machen, das ist ja mega geil. Was ist da los? Ach, ist schon schön hier. Gehen wir mal unters Deck, ne? Gehen wir mal weiter runter. Du hast auch bald eine Switch, Keto. Ach, geil. Auch freut mich zu hören. Welche denn? Muss man ja jetzt echt schon fragen, ne? Holst du dir die normale? Holst du dir die Pokémon Switch? Die Diablo Switch? Oder die Smash Switch? Ja, da gibt es tatsächlich schon verschiedene. Wie lange streamst du denn heute? Nicht mehr so lange. Ich merke, dass es mir gerade schlechter geht, so allmählich. Deswegen wohl wahrscheinlich leider nicht mehr so lange. Auch wenn ich es echt gerne würde, aber ich merke, ja, muss mich auch öfters muten wegen blöden Husten. Also, ja, ich weiß auch nicht. Lufttechnisch gerade irgendwie, ich weiß nicht. Also nicht mehr so lang. Stunde noch vielleicht? Mein Partner-Pokémon Maschok ist super stark. Es kann sogar ultraschwere Felsen. Mir nichts, dir nichts verschieben. Oh, es kann Stärke. Na du? Maschok, Maschok. Wie groß die sind. Es ist so cool gemacht, wie die Pokémon hier alle zu sehen sind. Oh, wie Maschok im Hintergrund ist. Cool. Hä? Pikachu? Was ist da los? Ja, du? Ja, wo ist der Zeiger? Das ist so cool, wie hier einfach die ganzen Pokémon sind. Bitte in der 8. Gen auch. Bitte, bitte, bitte! Holst du dir die normale Switch? Alles klar. Mit Super Mario Odyssey und Mario Kart. Sehr, sehr cool. Mario Kart, sehr, sehr cool. Gute Entscheidung. Ja, doch, Mario Odyssey. Mario Kart, da bist du schön beschäftigt. Macht beides sehr viel Spaß. Mario Kart für online dann auch. Sehr geile Sache. Ja, cool. Sehr schön. Ja, können wir vielleicht mal zusammen spielen oder so. Mal gucken. Ich weiß nicht.